Ja, vielen Dank, Erhard. In der Tat, die SPD-Fraktion bringt heute hier diesen Antrag ein. Die Bundesregierung hat ja vor wenigen Wochen nach einem etwas undurchsichtigen Verfahren sich entschieden, keinen eigenen Antrag zu stellen. Die SPD möchte jetzt, dass der Bundestag einen eigenen Antrag stellt. Wir erinnern uns zurück, im Jahre 2001 war es der SPD-Innenminister Otto Schily gemeinsam mit Günther Beckstein, dem CSU-Innenminister in Bayern, die das Ganze vorangetrieben haben. Es scheiterte dann ja leider im Jahre 2003, weil V-Leute in der Spitze platziert waren. Vor einem Jahr hat man jetzt die V-Leute aus der NPD abgezogen. Man hat Material gesammelt und Sie haben es erwähnt, der Bundesrat hat also 15:1 für einen NPD-Verbotsantrag gestimmt im Dezember diesen Jahres. Heute soll also der Bundestag folgen. Aber da sieht es gar nicht so gut aus, denn die Unionsfraktion hat sich mittlerweile entschieden, gegen einen solchen Antrag zu stimmen. Das ist insofern überraschend, als dass die CSU lange dafür war. Jetzt ist sie dagegen. Die Grünen wiederum ihrerseits im Bundesrat haben ja mitgestimmt, sind jetzt hier plötzlich Bedenkenträger im Bundestag, werden nicht mitstimmen. Also eine unübersichtliche Situation. Hier heute wollen wir darüber reden mit den beiden innenpolitischen Sprechern von SPD und Union, Michael Hartmann und Hans-Peter Uhl. Schön, dass Sie da sind. Herr Hartmann, in der Tat, Ihr Koalitionspartner, die Grünen, sagen auf einmal, nee, da wollen wir doch lieber hier uns heute mal enthalten, denn das sei nur ein Schauantrag. Die greifen Sie sogar an und sagen, damit tun Sie der Sache einen Bärendienst. Es reiche doch völlig, wenn der Bundesrat nach Karlsruhe ginge, anstatt dass man jetzt hier heute sich offiziell das Ganze ablehnen lässt. Ich verstehe nicht alle Töne, die da in der Tat zu hören waren, und ich mache mir das auch nicht zu eigen. Denn eines ist klar, ganz gleich, wie wir im Einzelnen in diesem Parlament zu einem erneuten NPD-Verbotsantrag stehen, wir finden diese Partei alle widerlich und ablehnenswert. Dieser Konsens sollte auch nicht verwässert werden durch irgendwelche kleinen Scharmützel, die heute hoffentlich eben nicht geführt werden. Klar ist, unabhängig davon, was andere denken, die SPD hat sich ihre Meinung gebildet über die Länder hinweg und in enger Kooperation mit den Ländern. Und wir sagen, wir wollen es noch einmal wagen, mit Material, das nicht beeinflusst ist, von V-Leuten nach Karlsruhe zu ziehen, und sind sehr optimistisch, dass wir dort auch Erfolg haben. Den Antrag wird es ja sowieso geben, denn der Bundesrat hat entsprechend votiert, wie Sie zu Recht sagten. Nun begründen die Grünen das in einem eigenen Antrag heute und sagen, die SPD hat das hier sehr schnell vorangetrieben. Es war gar keine Ausschussberatung möglich. So ginge es nicht. Es gab ausführliche Ausschussberatungen. Gerade letzte Woche haben wir im Innenausschuss eine Diskussion erlebt, wo gerade auch die Grünen sagten, was soll denn das? Nochmal mit einem Prüfauftrag, wir können doch jetzt entscheiden, das ist alles klar. Ich will aber nicht in diese Kleinkariertheiten hineingehen. Ich denke, das Material, das den Ländern schon lange vorliegt, das gemeinsam mit dem Bundesinnenminister erstellt wurde und das auch zumindest den Fachausschüssen des Bundestages schon lange vorliegt, konnte über Monate hinweg geprüft werden. Wir haben geprüft, alle anderen haben sich ja bereits auch geäußert, und wir sagen, jetzt ist es soweit, wir wollen wissen, wie das Verfassungsorgan Bundestag sich dazu verhält. Irgendwann muss die Gretchenfrage gestellt werden. Heute ist der Tag. Hans-Peter Uhl, Sie sind der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, gleichzeitig CSU-Politiker und gemeinsam mit dem Bundesinnenminister, der auch CSU-Politiker ist, eigentlich der Einzige bei der CSU, der schon vor mehreren Monaten gegen ein NPD-Verbotsverfahren war. Mittlerweile ist die CSU, na, ich sag's mal so, da umgefallen und folgt Ihnen. Sind Sie da jetzt eigentlich zufrieden über diese Entwicklung? Die Dinge sind sehr kompliziert. Ich stimme dem Kollegen Hartmann zu. Alle Fraktionen im Bundestag, alle Parteien sind sich einig, dass diese NPD eine unerträgliche, verfassungswidrige Partei ist. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ob man in dieser freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, in diesem Rechtsstaat, Parteien so ohne weiteres verbieten kann. Und um diese Frage geht es hier, nicht um die Verfassungswidrigkeit. Es geht nur um die Frage, wann kann man eine Partei verbieten? Und hier werden wir erleben, dass das Bundesverfassungsgericht die Rechtsprechung zum Parteienverbot, es gab nur zwei in der Geschichte Deutschlands, weiterentwickeln wird. Weiterentwickeln in Richtung auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, was dem Rechtsstaat auch gut ansteht, weil der Staat darf immer nur dann tätig werden, wenn das Mittel, das er wählt, im Verhältnis steht zu der Gefahr, die bekämpft werden muss. Eine Partei, die 40 Jahre lang 0,% hat, eine Partei, die von 99% der Wähler konsequent verachtet wird, ist keine Gefahr für Deutschland. Sie haben in der Fraktion der CDU-CSU am Dienstag auch den Satz gesagt, die NPD ist eine aussterbende Partei. Wir Berliner werden das ganze Spektakel wieder am 1. Mai erleben, und es ist überall ein Ärgernis, wo die NPD auftritt. Kann man denn das so einfach sagen, die NPD ist keine Gefahr, weil es nur 6.000 Leute sind? Wir haben bedauerlicherweise in Deutschland ca. 23.000 Rechtsextremisten. Davon in der NPD sind nur 5.000 und ein paar hundert. Das heißt,
auch im Kreise der Rechtsextremisten ist die NPD keine attraktive rechtsextreme Partei. Sie ist eine sterbende Partei. Auch von daher stellt sich die Sinnhaftigkeit, ist es ein wirklich taugliches Mittel, eine Partei, die nichts mehr wert ist, mit 4.000 und 5.000 Mitgliedern zu verbieten? Und hat man damit den Rechtsextremismus entscheidend bekämpft? Ich sage nein. Herr Hartmann, ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, 2001, 2003 ist man schon mal auf die Nase gefallen. Jetzt sagt Norbert Lammer, der Bundestagspräsident, schon im Herbst, das ist hier ein Wahlkampfreflex der SPD gewesen auf den NSU-Prozess. Die Verbindungen zwischen NSU und NPD sind zwar in Einzelfällen da, aber wahrscheinlich doch juristisch nicht ausreichend. Die NSU-Ereignisse waren der Auslöser für die ganze Debatte, aber die SPD steht nicht erst seit gestern oder heute für ein erneutes Verbotsverfahren. Und im Übrigen, Karlsruhe hat nie in der Sache über die NPD entschieden, sondern hat ein Verfahren gar nicht erst eröffnet, wegen des Materials, das eben nicht frei war von V-Leuten und deren Erkenntnissen. Das Spannende dabei ist doch natürlich, Herr Uhl, die NPD ist eine kleine Partei. Sie hat immer weniger Mitglieder, sie ist in Finanzierungsschwierigkeiten, was der Dinge mehr sind. Aber sie genießt das Parteienprivileg und kann unter dem Schutz dieses Parteienprivileges vieles tun, was der parlamentarischen Demokratie absolut zuwiderläuft und unseren Grundwerten zuwiderläuft. Und dort, wo sie stark ist, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, herrscht ein Klima der Gewalt, der Unterdrückung und der Einschüchterung. Und selbst wenn es nur einen Kreisverband der NPD gäbe, der so agiert, das dürfen wir nicht hinnehmen. Wenn man die Stimmen, die Zitate, die nun nicht von V-Leuten beeinflusst sind, der führenden Personen sich mal genau anschaut, dann dreht sich einem nur der Magen um. Und wenn es etwas gibt, was einen Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland ausmacht, dann ist es das nie wieder des nationalsozialistischen Gedankengutes. Und deshalb muss die Ultima Ratio, etwas anderes kann ein Parteiverbot nie sein, die Ultima Ratio des Parteiverbotes im Falle der NPD gezogen werden, und das ist verhältnismäßig. Ob man Gedankengut verbieten kann, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber gehen wir mal auf das Argument mit dem Geld ein, Herr Uhl. 1,4 Millionen hat die NPD das letzte Jahr bekommen. Das ärgert Sie sicherlich auch. Aber dennoch sagen Sie, wir sollten möglichst diesen Antrag nicht stellen. Warum genau? Weil wir auch dieses Problem lösen können. Wir können es lösen durch konsequente Bekämpfung des Gedankenguts, nicht durch obrigkeitsstaatliches Verbot von Gedanken. Das geht. Da legen Sie einen Antrag vor, kommt mir so ein bisschen vor, die Zivilgesellschaft soll sich gegen dieses Gedankengut wenden, es soll mehr Geld für Aussteiger geben, kommt mir so ein bisschen vor wie ein Placebo-Antrag für die CSU, die ja faktisch umgefallen ist. Nein, nein, das ist kein Placebo-Antrag, sondern dieser Antrag und die Projekte, die wir dort mitfinanzieren in den Kommunen, in den Ländern, die sind ja hochwertig. Wirksam. Wir haben ja die Früchte dieser Arbeit, erleben wir ja an jedem Wahlsonntagabend. Wenn wieder 99% der Deutschen Nein sagen und Verachtung aus kundtun gegenüber diesem Gedankengut. Das heißt, wir müssen den unbequemen Umstand akzeptieren in einer freiheitlichen Demokratie, dass man Parteien nicht so ohne weiteres aus dem Verkehr ziehen kann, sondern dass man die Gedanken, diese verwerflichen der NPD, bekämpfen muss. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, da kann der Staat helfen, aber wir sind aufgerufen, alle miteinander, jeder an seinem Platz, das ganze Jahr über und auch in Zukunft. Ja, Herr Hartmann, ich habe gerade gesagt, die CSU hat ihre Meinung da verändert, die Grünen offensichtlich auch. Wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, wie die Situation sich politisch hier gerade entwickelt, ist es dann eigentlich nicht doch sehr risikoreich, dass man diesen Antrag des Bundesrates, wahrscheinlich wird Ihr Antrag heute abgelehnt, Entschuldigung, wenn ich davon ausgehe, aber dass der Antrag des Bundesrates da alleine in Karlsruhe vorgetragen wird. Juristisch soll das keinen Unterschied machen, aber das, was die politischen Parteien jetzt hier zelebrieren, stärkt ja nun auch nicht gerade dieses Anliegen. Sollte man den Bundesrat noch mal beraten, vielleicht doch noch mal zurückzuziehen? Nein, der Bundesrat hat sich gut beraten, übrigens in enger Abstimmung auch mit dem Bundesinnenminister, der ja viele Informationen zugeliefert hat, die in der Gesamtdokumentation sind. Man hat kalte Füße bekommen und man hat sich in der Koalition nicht durchsetzen können. Ich teile den Standpunkt der FDP zum Thema NPD-Verbotsantrag überhaupt nicht. Aber ich entdecke dort eine Haltung, die man nachvollziehen kann, auch wenn man sie nicht teilt. Das andere war ein peinliches Geeiere um Prüfung oder Nichtprüfung, um Ja oder Nein. Sie finden von Herrn Friedrich so viele Zitate für ein NPD-Verbotsverfahren wie dagegen. Und das geht eigentlich nicht.
Wobei ganz klar ist für uns, natürlich ist das ein Organisationsverbot. Sie können keine Gesinnung verbieten. Das hat auch nie jemand von uns gesagt. Aber es ist ein notwendiger Schritt in einer Gesamtstrategie im Kampf gegen Rechts, zu der natürlich unbedingt und vorneweg auch gehört eine Unterstützung der Zivilgesellschaft, die in der Vergangenheit oftmals von Kürzungen bedroht war. Gut, wenn da jetzt die CSU und andere umgedacht haben. Wobei Herr Uhl ja immer auch ohne Kenntnis dieser über 1000 Seiten, die gesammelt wurden, immer der Meinung war, das ist zu risikoreich, weil man ja zum Beispiel in Karlsruhe gewinnen kann, aber dann beim Europäischen Menschengerichtshof verlieren kann. Die SPD bringt heute einen Antrag ein, dass der Innenausschuss erstmal diese 2649 Belege genau prüfen kann. Viele Abgeordnete kennen die auch gar nicht. Ist das nicht tatsächlich ein überstürztes Verfahren hier im Bundestag, dass man über Dinge entscheidet, Innenminister sammeln Belege, die man gar nicht kennt im Großen und Ganzen? Die SPD hat meines Wissens diesen Antrag zurückgezogen und hat einen neuen Antrag heute im Plenum. Und der Antrag, der neue, beinhaltet nicht die Frage des materiellen Inhalts, ob die Partei verfassungswidrig ist. Die ist entschieden. Mit Ja ist die zu beantworten. Sie ist verfassungswidrig. Die Frage ist eine ganz andere. Soll man als Staat einen Antrag stellen, um diese Partei aus dem Parteienregister zu tilgen? Wenn sie verfassungswidrig ist, ja. Das ist eben die entscheidende Frage. Und hier wird das Gericht, ich riskiere eine Prognose, sagen, das kann man machen, wenn die Gefahr nur so abgewendet werden kann für die deutsche Demokratie. Und wenn sie diese Frage dann prüft, ist die Gefahr so groß, dass nur noch eins hilft, das Verbot der Partei, weil sonst die deutsche Demokratie in Gefahr ist. Wenn das der Fall wäre, müsste man sie natürlich verbieten. Aber genau das ist ja nicht der Fall. Herr Uhl, Herr Hartmann, vielen Dank. Die Zeit ist uns wieder davongelaufen.